Hallo, schön, dass du wieder da bist und dich weiterhin für das Astro-Framework interessierst. Mein Name ist Roland und beim letzten Mal habe ich hier ja schon das Astrobind Tailwind CSS Best Practice Component Framework für Astro vorgestellt, das mir auf jeden Fall eine große Beschleunigung in meinen Tag bringt. Falls du das noch nicht gesehen hast, schau dir das auf jeden Fall zuerst an. Ansonsten würde ich sagen, hier einfach dem Kanal folgen und die Glocke anmachen, damit du nichts verpasst. Heute schauen wir uns das Thema Brand Colors an und ich freue mich drauf. Nach dem Intro geht's direkt wie gewohnt in die Matrix. Und damit sind wir direkt bei mir hier in der lokalen Entwicklung auf Port 4321. Das mögen die Jungs und Mädels von Astro ganz besonders gerne, wenn hier eine Rakete abhebt, und mich motiviert das auch extrem. Jetzt haben wir bei den Websprintern hier entsprechendes Grün als Brand Color und ihr seht, dass ich hier im Tailwind CSS Dark Mode bin. Wenn wir jetzt in das Projekt reingehen, dann gibt es hier unter Source Components eine Custom Styles Astro-Datei und in dieser Astro-Datei haben wir hier entsprechend die Primary Color, die Secondary Color und auch die Accent Color, die ich jetzt alle einmal auf grün gesetzt habe. Man sieht das auch hier entsprechend im Element, wenn man hier auf Untersuchungen geht, dass hier eine Button Primary ist, die wiederum die Primary Color entsprechend lädt. Und wenn wir jetzt hingehen und hier im Dark Mode eine Anpassung vornehmen, dann können wir das hier einmal auf so ein Goldbraunrot setzen. Wuppa. Und entsprechend speichern. Und wenn wir das File dann wieder laden, dann ist die entsprechende Änderung vorgenommen worden. Hier passiert jetzt kein Hot Reload, wie man es kennt, wenn man direkt an Templates arbeitet. Aber das soll einen ja nicht aufhalten. Und damit könnt ihr auf jeden Fall eure Brand Colors nach Belieben setzen und die natürlich dann auch global definieren. Und das ist schon eine echt tolle Sache. Das war's von hier. Bisher in CSS, wie gehst du da denn mit Brand Colors um? Benutzt du da auch schon SCSS oder auf jeden Fall Variablen, die du gänzlich in den Styles ausrollst? Oder gehst du da noch herkömmlich vor und passt die praktisch in jedem Style für das einzelne Element dann manuell an? Also nutzt du schon Variablen oder nicht? Das schreib doch mal bitte hier in die Kommentare. Und auf jeden Fall auch, was du vom Astro Framework hältst und bisher gehört hast. Vielleicht auch, was du hier mal als Tutorial sehen möchtest. Das wäre für mich auf jeden Fall sehr hilfreich. Ansonsten nochmal der Hinweis, gerne dem Kanal folgen und die Glocke einschalten. Hier ist nochmal ein Video, das dir gefällt und die ganze Astro Playlist. Von daher bleib grün, tschüss, bis dann, ich bin raus.